Die tägliche Fütterung der Walrosse ist ein absolutes Highlight im Tierpark Hagenbeck. Kaum jemand ahnt jedoch, wie viel Vorbereitung und Know-how notwendig sind, um die Fütterung zu dem zu machen, was sichtbar ist. So, hallo Odin, mein Großer. Komm mal her. Hey. Na, wie geht's dir? Ja, wenn man sich jetzt fragt, was hat der Pfiff am Ende zu bedeuten, das bedeutet für den Odin, dass er das prima gemacht hat. Odin rum. So, dann fangen wir hier an mit Neseika, 11.30 Uhr. Die will natürlich nachher gerne was Leckeres zu futtern haben. Bekommt sie 1 Kilo Hering. Dann gibt es noch 3 Kilo Lodde dazu. Und dann kriegt Neseika noch 2 Kilo Tintenfisch. Den mag sie eigentlich am liebsten. Das Fischpacken dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Wenn man es zusammenrechnet, sind es 1500 Kilo Fisch, die wir die Woche brauchen. Und die kommen auch jede Woche frisch und neu hier an. Die größten Fische, die verfüttert werden, sind Heringe. Im Verhältnis zum Körper der Walrosse erscheinen sie sehr klein. Aber die mächtigen Tiere haben einen engen Schlund, der für Muscheln und Schnecken optimal ist. In einem speziell entwickelten Verfahren werden die Futterfische so schonend aufgetaut, dass Vitamine und Mineralien nicht verloren gehen. Um die hohe Qualität zu erhalten, sind die Kühlkette und die Hygiene enorm wichtig. Im begehbaren Kühlschrank lagern die beachtlichen Portionen, bis es heißt Futterzeit. Viermal am Tag füttern wir unsere Walrosse und verbinden das dann mit einem Training. Und das läuft so ab, dass wir den Tieren Kommandos beigebracht haben, die halt für eine medizinische Untersuchung und für eine Gesundheitsprüfung, ob es den Tieren gut geht, wichtig sind, vonnöten sind. Das heißt, alle unsere Walrosse können den Mund aufmachen, dass wir da reinschauen können, ob die Zähne alle in Ordnung sind. Wir können uns die Augen ganz genau anschauen, dürfen die anfassen. Die Walrosse haben gelernt, sich abzulegen, sodass wir komplett einmal rumgehen können. Klasse, machst du das. Und in Auge? Einmal die Augen anfassen, ne? Prima. Die Tiere arbeiten auf jeden Fall gerne mit, das merkt man auch. Die haben richtig Lust, die bieten alles an, was sie können, was sie machen möchten. Wir haben eigentlich kein Walross, was sagt, nö, also heute habe ich überhaupt keine Lust, gib mir nur meinen Fisch und lass mich in Ruhe. Die sind total motiviert bei der Sache, weil die auch, ist natürlich auch eine geistige Förderung und das macht denen Spaß, die wollen da einfach mitmachen. Die Walrosse fühlen sich sichtlich wohl in Hamburg und reagieren willig auf alle Kommandos. Erst recht, wenn es wieder ins Wasser geht. Auch wenn die Tiere aus Russland stammen, Verständigungsschwierigkeiten gibt es nicht. Flosse aufs Herz. Am Ende einer Fütterung pfeifen wir immer dreimal mit der Pfeife und drehen den Eimer um. Das ist mehr als deutlich, dass da kein Fisch mehr dran sein kann. Und dann machen wir uns eigentlich vom Acker.